Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hast du doch verschluckt. Willkommen. Oh, da hinten lief ein Killer, glaube ich. Ich gehe mal woanders hin. Caleb. Ich hab's fast vermutet. Wir spielen Ashley nackt. Heißt, Naked-Die-Herausforderung. Naked-Challenge. Wir versuchen mal unser Glück und ich finde hier absolut keinen Generator. Das ist natürlich herrlich. Da ist einer. Hallo, Fan. Ja, wir versuchen mal... Dein Ernst? Was ist mit der Feng kaputt? Das erinnert mich an die Art und Weise, wie man Generatoren repariert hat, als es das alte Ruin noch gab. Um Skillchecks zu vermeiden. Aber Feng, das ist nicht witzig. Das ist absolut nicht witzig, Fang. Ich hoffe, jemand anderes geht retten. Jake. Nein, Jake wird gejagt. Geht Fang jetzt bitte retten, weil Fang jetzt bitte clever genug ist, um zu wissen, was sie zu tun hat. Jake, was wird das denn? Das ist ja gruselig bei DVD hier aktuell. Gruselig. Wie immer, ihr müsst verstehen, ich nehme im Voraus auf. Es ist gerade der 15.8. Aktuell wird das MMR-System getestet. Beim letzten Mal gab es irgendwelche Probleme, dann haben sie es nicht getestet. Diesmal wird es wirklich getestet und heute sind die Runden sehr seltsam. Anders kann ich das nicht sagen. Ich habe so Leute in der Runde wie Feng. Ich habe campende und tunnelnde Killer in der Runde. Ich weiß nicht. Hallo, Caleb. Es ist ganz, ganz schlimm aktuell. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Wochenende ist. Unter der Woche war es gar nicht mal so tragisch. Ich glaube, er will die drei Generatoren hier beschützen. Jake und Feng, ihr seid halt echt auch so doof, ne? Ich muss weg hier, weil sonst bin genau ich die, die liegt. Die gar nichts mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Außerdem wäre es clever, wenn wir den Gen hier oben wegmachen. Die hatte noch jemand. Nicht sehr gut. Wo ist die Scheck?
Oh nein, das ist die Fang. Oh, Fang hat... Nein. Ich dachte, Fang hat gelernt, wie man Generatoren repariert. Ich glaube, der Deathslinger wird Nöte haben. Ich habe auch leider noch nicht ein einziges Totem gesehen. Ist auch nix. Oh, du bist... Ja gut. Er war hinter mir. Well. Das ist ja jetzt doof. Ach, oh, Heiliger. So, die da hinten gehen an den Generator. Denen bin ich schon mal egal. Das sind die beiden Fangs. Der Jake rennt dorthin. Nur am Ende hat er jetzt noch dazu nöt. Mit zwei One-Hit Perks. Holen die mich hier nicht mehr raus. Und ich glaube, es wäre sogar egal, ob ich jetzt ein Ashley bin oder nicht. Ich glaube, das macht hier gerade keinen Unterschied. Wären mich hier. Obwohl, es kommt jemand, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Okay, ist dort hinten. Du gehst ans Tor. Und ich gehe irgendwie erstmal weg. Wahrscheinlich hat er Barbecue. Sieht mich. Und taub wird er auch nicht sein, also er wird mich auch hören. Campt er? Die winkt. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die an den Ausgängen sind. Ich wäre ja dafür, rauszugehen. Da ist ein Totem gewesen. Ah, er hat sie gemorit. Ja gut. Da kann ich jetzt auch nichts mehr dafür. Ist gefährlich, was wir machen. So, nicht, dass er uns hier rauszieht. Tada! Challenge geschafft. Easy, war gar kein Problem. Uiuiuiui. Das war echt nicht so. Ich war die mit den wenigsten Punkten. Wobei ich muss sagen, ich war gar nicht so unproduktiv. Ich habe Generatoren gemacht. Ich habe... Habe ich gerettet? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe etwas dazu beigetragen. Ja? Aber er hätte keinen Nöt gehabt. Aber tatsächlich Barbecue. Franklins. Hatten die Mates? Wegen einer Werkzeugkiste nimmt er Franklins mit? Ich meine, klar, man kann aus den Kisten auch Sachen ziehen, aber okay. Hä? Achso, doch, er konnte sie Morin wegen aufgezerrter Hoffnung. Stimmt, ich würde sagen, er hat gar keinen Mori mit, aber vergesst's. Ich lerne DVD erst noch. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Danke fürs Zuschauen. Wir können bei Ashley ein Häkchen setzen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund und macht's gut.